Liebe rechtssuchende Bevölkerung, mein Name ist Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder. Wir haben heute den 9.01.2021. Gestern war der AKU Austria aktiv. Es hat zu einer Diskussion geführt. Eine Diskussion ist etwas Feines in einer demokratischen Gesellschaft, die die Meinungsfreiheit hochhält. Ich möchte anschließend daran ein paar Punkte zur Diskussion stellen, um eben diese Diskussion anzustoßen und vielleicht noch ein bisschen zu fördern. Punkt Nummer 1. Wir werden seit 10 Monaten mit Infektionszahlen bombardiert. Infektionszahl ist meiner Meinung nach irreführend. Es geht um positive Tests. Bitte, liebe Regierung und bitte, liebe Leitmedien, nehmt zur Kenntnis, dass ein positiver Test ist und kein infektiöser und kein erkrankter, einfach nur ein positiver Test. Also bitte unterscheiden zwischen positiven Tests und infektiösen. Ein positiver Test heißt, ein Nukleidenbaustein ist gefunden worden. Ein infektiöser heißt, er kann jemanden anstecken. Ein infektiöser ist im Sinne des Epidemiegesetzes jemand, der in Quarantäne geschickt werden kann. Punkt Nummer 2. Gibt es schon Untersuchungen, die sich damit befassen, wie viele von den positiven Tests auch tatsächlich richtig positiv sind und wie viele falsch positiv sind? Ist es in Ordnung, dass an falsch positiven Tests gravierende Konsequenzen geknüpft werden, wie zum Beispiel Quarantänen? Gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die sich damit befassen? Wenn es das gibt, bitte her damit. Ich habe noch keine davon gesehen. Nächster Punkt, die Todeszahlen. Wenn wir 6.000 Tote haben in Österreich in 10 Monaten, bei 70.000, 80.000 Verstorbenen in 10 Monaten, wo sind die wissenschaftlichen Untersuchungen, wie viele von denen ursächlich an Corona verstorben sind und wie viele von denen mit Corona verstorben sind, mit zahlreichen Vorerkrankungen, Krebs, Herzinfarkt, was auch immer. Zurzeit scheint es so zu sein, dass jeder, der irgendwann einmal im Zug seiner letzten 28 Tage positiv getestet worden ist und an was auch immer gestorben ist, als Covid-19-Toter gezählt wird. Wo sind die bezughabenden wissenschaftlichen Untersuchungen? Wo sind die Untersuchungen, die die Effektivität der Maßnahmen stützen? Zum Beispiel Masken tragen im Freien, zum Beispiel Masken tragen in der Schule, zum Beispiel die Schließung der Gaststätten, zum Beispiel die Schließung der Fitnessstudios. Wo sind die Studien, die belegen, dass das wirklich einen Sinn macht? Ich habe noch keine dieser Studien gesehen. Wo sind die wissenschaftlichen Untersuchungen vor der Durchführung der Lockdowns oder von mir aus jetzt, die sich damit auseinandersetzen, wie groß ist der Nutzen dieser Maßnahmen und wie groß sind die daraus resultierenden Kollateralschäden? So wie es ausschaut, sind die Kollateralschäden größer als der Nutzen. Daher die Hand des AKU Austria bzw. der Anwälte für Grundrechte ist ausgestreckt. Wir stehen jeder wissenschaftlichen Diskussion zur Verfügung. Wir halten die Grundrechte hoch, wir halten die Meinungsfreiheit hoch. Wir stehen zu einer Diskussion zur Verfügung, live im Fernsehen, mit Spezialisten, mit Wissenschaftlern, mit Politikern, damit sich die rechtssuchende Bevölkerung ihr Bild machen kann und entscheiden kann, wer hat die besseren Argumente. Das ist das Ansinnen des AKU Austria, um das geht's. Mit dem mögen sich bitte die Medien auseinandersetzen. Was sind unsere Anliegen? Sind diese Anliegen gute Anliegen oder geht es uns darum, irgendjemanden runterzumachen? Wie gesagt, wir sind gestandene Anwälte, wir sind gestandene Wissenschaftler, Ärzte, Virologen, Künstler. Wir machen uns Sorgen um die Republik Österreich, um den Rechtsstaat, um die Demokratie, um die Freiheitsrechte, um die Grundrechte. Und das sollte in einer demokratischen Gesellschaft möglich sein. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.